Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mal wieder ein paar Sachen bestellt und muss jetzt gleich mal meine Bremsbeläge wechseln. Weil gestern habe ich die hinten gewechselt und jetzt bremst das halt voll ungleichmäßig, gefällt mir nicht. Deswegen wechsle ich die vorne auch und ich will euch aber nicht viel erzählen zum Thema Bremsbeläge wechseln, sondern möchte euch was anderes berichten. Darum geht es in diesem Video vielleicht. Habt ihr schon was im Titel gelesen? Ja, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, habe ich für 2022 einige Pläne und darüber möchte ich heute einfach ein bisschen mit euch sprechen, während ich hier entspannt versuche, die Bremsbeläge zu wechseln. Ja, vielleicht habt ihr es schon gehört, ich habe vor, auf jeden Fall irgendein Enduro-Rennen mal mitzufahren und da wird es auf jeden Fall einige Neuigkeiten geben für euch, denn ich habe halt gar keine Ahnung davon. Ne? Wie bei allen Sachen auf dem Fahrrad, die ich dieses Jahr begonnen habe, habe ich auch von Enduro-Rennen überhaupt keinen Plan. Und ich werde da ein bisschen was natürlich mit Marc auch zu machen, weil der ja auch motiviert ist, sowas zu machen. Oh shit, jetzt ist dieses Teil hier abgebrochen. Wir werden ein Enduro-Rennen mitfahren. Ich weiß noch nicht, welches es sein wird, aber irgendeins wird es wohl sein. Ja, ich weiß, ich brauche dringend mal so einen, wie nennt man das? Bike-Ständer, ne? So einen Montageständer. Den brauche ich definitiv mal irgendwann jetzt bald, weil so geht das natürlich nicht weiter. Vielleicht fragt sich ja der ein oder andere von euch, warum ein Enduro-Rennen und nicht irgendwie ein Downhill-Rennen oder so. Ich glaube, dass einfach Enduro erstmal für den Einstieg ein bisschen entspannter ist und das halt vielleicht gar nicht so die falsche Herangehensweise ist. Ein Downhill-Rennen, finde ich, ist schon eine harte Nummer so. Da muss man schon richtig krass unterwegs sein, finde ich. Auch wenn die Enduro-Rennen manchmal auch nicht ohne sind, die man sich so anguckt. Ich habe mich noch nicht entschieden, an welchen Rennen ich teilnehmen will, aber definitiv habe ich mich entschieden, dass ich euch natürlich auf dieser Reise mitnehmen will, ne? Und auf dieser Reise einfach ja, alles erzählen werde, was ich so vorhabe, was ich mache, wie ich trainiere. Und vielleicht hat der eine oder andere von euch ja auch Bock, ein Enduro-Rennen mitzufahren kommendes Jahr und möchte einfach mittrainieren und einfach ja, in die Richtung ein bisschen was lernen, was machen. Ich bin mir sicher, dass ich mit dem Thomas das ein oder andere Training noch machen werde, auch in die Richtung dann, auch wenn das gar nicht, glaube ich, so super sein Thema ist. Aber nichtsdestotrotz hat der Thomas einfach super viel Erfahrung und wenn er mir da ein paar Tipps geben kann, bin ich natürlich mega dankbar, wenn er seine Erfahrung einfach mit mir teilt. Ich muss euch natürlich ehrlich sagen, ich bin ja immer ehrlich mit euch, dass ich auch vor der ganzen Sache extrem, extrem Respekt habe und das Ganze echt nicht so auf die leichte Schulter nehme und einfach sehr, sehr gespannt bin, wie ich bei sowas abschneiden werde. Die Bremsbeläge wären eigentlich noch easy ein bisschen gegangen. Können wir fast aufheben zur Reserve. Ja, also ich bin wirklich jetzt schon ein bisschen nervös. Ich freue mich aber auf diese Zeit und auf dieses Training. Und keine Ahnung, ob ich dafür schon überhaupt irgendwie ready bin. Aber ich dachte mir einfach, komm, das ist einfach so ein Ding, das interessiert mich. Und zum Beispiel so Tricks machen auf dem Fahrrad. Das ist gar nicht so das Thema, was mich irgendwie so krass interessiert. Das Fahren an sich, finde ich, macht mir einfach viel, viel mehr Bock. Und dann das ja, Schnellfahren, den Berg runter und so, Ausdauertraining, was auch gar nicht meine Stärke ist. Also ihr wisst ja Bescheid, Uphill ist so ein Ding, was ich wirklich, wirklich nicht sehr gerne mag. Und naja, also wenn dann so ein Enduro-Rennen ansteht, dann kann man um Uphill halt nicht so gut drumherum. Und ich kann euch auf eine
Sache vorab auf jeden Fall schon sagen. Mir geht es dabei überhaupt nicht darum, irgendwie eine krasse Platzierung zu bekommen, sondern wirklich um die Erfahrung an sich. Also das einfach mal gemacht zu haben, einfach mal so ein Training gemacht zu haben, einfach mal diese Herausforderung angenommen zu haben und auch diesen Sport mal auf dieser Seite kennengelernt zu haben. Ich bin mir da durchaus bewusst, dass ich keine krasse Platzierung wahrscheinlich bekommen werde, aber nichtsdestotrotz möchte ich das einfach ausprobieren und einfach ein Ziel haben, auf das man so hintrainieren kann. Ja, der Marc ist wahrscheinlich mit von der Partie. Da freue ich mich sehr drauf, dass wir da einfach zusammen dran trainieren können. Und wahrscheinlich wird er euch auch noch was erzählen. Ich hoffe, es bleibt dabei, dass er mit am Start ist und dass wir dann zusammen einfach ja, geile Trainingssessions haben und früher oder später dann das Enduro-Rennen mitfahren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob euch sowas reizt, ob ihr schon mal sowas gemacht habt, ob ihr vorhabt, sowas zu machen, ob das vielleicht auch gar nicht euer Thema ist. Und ja, würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie ihr über das ganze Thema so denkt und ob das was ist, was ihr spannend findet. Oder ob ihr vielleicht schon mal selber sogar ein Rennen gefahren seid und ein Rennen vielleicht auch empfehlen könnt, was ich vielleicht mitfahren sollte, weil das vielleicht anfängerfreundlich ist oder so. Das wäre einfach mega geil. Übrigens, bei der Code R Bremsbeläge wechseln, ist echt kein Akt, Leute. Wirklich easy peasy. Muss ich einfach mal sagen. Wo so viele Sachen bei der Code R nicht so leicht sind. Jetzt, ich schraube das Ding jetzt kurz hier rein und dann zeige ich euch natürlich, was ich noch gekauft habe und warum. So, wir gehen jetzt das Ding, glaube ich, kurz einbremsen oder vielleicht mache ich das auch morgen, mal sehen. Und dann erzähle ich euch natürlich, was ich noch bestellt habe. So Leute, was habe ich mir hier rausgelassen? Bremsbeläge, ne? Ich habe ein bisschen auf Reserve geholt, weil solange ich ja keine besonders krasse Bremse fahre, natürlich die Standard-Bremse erreichen. Reifenheber, weil ich ja jetzt tubeless fahre und vielleicht ein oder andere Mal vielleicht so einen Reifenheber gebrauchen könnte, weil ich das erste Mal einen Reifen versucht habe zu wechseln ohne einen Reifenheber und ich deswegen nicht nach heute fahren konnte. Das kommt nicht wieder vor. Und eine andere Pumpe für unterwegs, eine, die auch eine ordentliche Anzeige hat, was das Bar und PSI hat. Denn das ist einfach die Pumpe, die ich hier habe, die zeigt das nicht genau an. Und da ich jetzt ein bisschen mich mehr darum kümmern muss, wie viel Luftdruck ich fahre, dachte ich so, ja komm, holst du dir mal eine anständige Pumpe jetzt. Und genau das habe ich gemacht. Muss ich jetzt hier noch abschrauben, weil das so in der Verpackung eingedingst, ne? Aber die Pumpe ist ganz nice. Gefällt mir, hat hier so einen guten Aufsatz, der abzudecken ist auch für Dreck und so. Und ist schon ein bisschen größeres Teil, aber ich wollte nicht so ein ganz kleines Ding haben, weil das ganz kleine, das wird mir wahrscheinlich richtig auf den Sack gehen, wenn ich damit pumpen muss. Ideal für E-Bike steht drauf, ja, ist mir egal. Jetzt so einen Griff, den kannst du auch umklappen. Ja, den kannst du auch umklappen. Na, komm schon. Ah, so, dann hast du ein bisschen, kannst du effektiver pumpen. Finde ich ganz cool. Wenn du schon so ein kleines Ding hast, dann ja. So eine Halterung ist da direkt mit dabei. Die Halterung werde ich mir nicht ans Fahrrad klatschen, sondern die wird letztendlich einfach nur so bleiben.
Es gibt noch die Möglichkeit, das Ganze hier auszuklappen, teleskopmäßig, dann wird das Ganze länger. Aber wie gesagt, es ist so für mich auf jeden Fall wichtig, dass ich hier ordentlich kontrollieren kann, wie viel Bar ich habe. Ja Leute, ich hoffe, dieses kurze, chillige Gequatsche, was ich so vorhab zum Thema Enduro-Rennen, hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns nächstes Mal wieder in einem neuen Video, wo es dann wahrscheinlich um schon Thema Rennen und so bald geht, oder zumindest das Training. Denn ja, ich muss jetzt irgendwann anfangen. Ich habe noch keine Ahnung wie und so weiter, aber ich werde irgendwie anfangen, selbst wenn ich einfach nur hier auf die Berge gehe und bergab strampel, damit ich auf den Abhilfepassagen nicht sterbe. Ja, wir werden sehen, ich nehme euch mit, Leute. Ich freue mich auf die neue gemeinsame Zeit, den neuen Abschnitt sozusagen, neuen Kapitel. Und ja, bis bald, macht's gut. Ciao.